Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um gegen die Lesung von Sarrazin zu demonstrieren. Er hält heute hier eine Lesung, die organisiert wird von der Buchhandlung Weiland, und die Stadt Wismar vermietet die Räumlichkeiten dafür. Wir finden, dass niemand in Wismar und in anderen Städten rassistische Meinungen verbreiten sollte und Nährboden für Rassismus schaffen sollte. Ja, ist doch schön. Oder Sie gehen dann bitte da hinten, auch dahin, da wo die anderen Demonstranten stehen. Könnt ihr von mir so einen Band hinstellen und so viel. Aber hier kommt keiner. Also im Vorfeld der Kundgebung, nachdem wir die angemeldet hatten und plakatiert worden ist, gab es einige Quälereien mit der Stadtverwaltung und dem Ordnungsamt. Sie wollten die Demonstrationen komplett verbieten. Die Presse, hauptsächlich die Ostsee-Zeitung, hat hier mit der Stadt im Vorfeld sehr doll gegen uns argumentiert. Es wurde ja diverse Unwahrheiten und Ungereimtheiten veröffentlicht. Unsere Ansichten und unsere Veröffentlichungen wurden erst wahrgenommen, nachdem wir rechtliche Schritte gegen die Verunglimpfung einleiten wollten. Und wir haben dann auf der dritten Seite einen kleinen Artikel bekommen, wo die Sachen versucht wurden, richtig zu stellen. Allerdings ja, auf dem Niveau der lokalen Ostsee-Zeitung. Was für uns besonders erschreckend war oder ist, ist, heute wird hier diese Lesung veranstaltet und am Ende des Monats veranstaltet die Stadt Wismar ihre interkulturelle Woche, wo sie sich tolerant und weltoffen gibt. Und auf diese Diskrepanz haben wir aufmerksam gemacht und wurden dann ja, diskreditiert, dass wir ihr schönes Fest und den Ruf der Stadt kaputt machen würden.